Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? XL hier am Start am Sonntag, war Montag. Wir nehmen jetzt alle eine Sekunde, eine kurze Pause. Wir entspannen uns und vergessen all unsere Sorgen und Probleme und all den Stress und all die fucking Hitze. Meine letzte Woche, also es ist Montag für euch, für mich ist jetzt Abend, Sonntag, war mega stressig. Jeden Tag war irgendwas. Entweder unterwegs oder irgendwer war da oder irgendwas da und da und da und da. Und jetzt bin ich endlich nach einem langen Tag wieder zu Hause. Und die nächste Woche wird entspannt. Und ich bin so froh, dass ich mal eine Woche habe, die ruhiger wird. Ohne irgendwelche, keine Ahnung, ohne irgendwelche besonderen Ereignisse. Ja, einfach eine ruhige Woche. Zu Hause einfach mal ein bisschen entspannen. Ich muss trotzdem an der Bachelorarbeit arbeiten, aber egal. So, wir machen heute ein bisschen Arena. Wir haben, hey, meinen 5 Wings. Ich konnte mich nicht zurückhalten, ein paar zu machen, aber ich habe 5 gespart. Wir sind am Reset Day. Gerade Rang 686 dürften ganz interessante Gegner sein. Und bevor wir das machen, quatschen wir ganz kurz über den Homunculus. Dingsbums, Homunculus-Update, über das Homunculus-Update. Ja, wir werden jetzt schön auf Twitter, wo werden wir jetzt hingeleitet? Facebook? Das will ich nicht. Ja, okay, wir sind jetzt hier, egal. Geht leider nicht anders. So, Sounders War Homunculus-Update. Es gibt noch absolut keine Neuerungen. Wir sehen hier nur so ein paar kleine Screenshots, da wollte ich nur ganz kurz drüber sprechen. Es lohnt sich nicht, ein eigenes Video darüber zu machen, dann zu spekulieren, man weiß sowieso nicht, wie es aussehen wird. Ich denke aber, das Homunculus Update wird mega groß sein und wird das Spiel sehr verändern und es wird cool sein. Ja, ich bin überzeugt, ja, ich glaube schon. Also ich denke, dieser kleine Freund hier wird ziemlich nice sein. Ich zeige euch das Video nicht, könnt ihr selbst anschauen, nachher wird da irgendwie was wegen Copyright mit gesperrt oder so. Event 26. August, das war, als diese Notiz hier auftauchte, bis zum Update. Wann dieses Update erscheinen mag, weiß kein Mensch. Ich sage euch, dauert mal was. Als erstes kommt noch diese dritte Homunculus-Notiz, ja, also diese Entwickler-Notiz, die wir uns da schon durchgelesen haben, da kommt noch eine dritte. Und ich denke, danach dauert es nur so 2 Wochen, also vielleicht so Anfang Oktober, vielleicht täusche ich mich auch und es kommt schon Mitte September. Aber ich denke eher Anfang Oktober. So, Update Features, Klick. Wir bekommen hier eine mystische, das habe ich schon gemacht. Und es gibt so schöne Bilder, kann ich dir euch nicht zeigen? Ja, ich habe das schon gemacht, ich wollte euch die Bilder zeigen. Das ist blöd. Man konnte dann so Bilder sehen, da sah man so die Inseln. Die Inseln sahen ziemlich nice. Sollen wir das jetzt hier machen? Wartet. E-Mail. Okay, eine Sekunde. So, tada, erfolgreich teilgenommen. So, jetzt habe ich die E-Mail von meinem zweiten Account eingegeben. So, wir sehen jetzt hier, wir haben hier natürlich dann Rift mit diesen ganz normalen, mit den ganz neuen Elementen. Ich bin sehr gespannt, wie es damit aussehen wird. So, dann haben wir hier dieses Runen-Dingsbums, dass man die Runen herstellen kann. Dann haben wir hier den Homunculus. Und, so, passt auf, es gibt die Spekulation. Ah, Homunculus ist Light Ifrit. Nein! Der sieht ein bisschen aus wie ein Light Ifrit, aber es gab schon Bilder vom Light Ifrit, es gibt auch schon Skills vom Light Ifrit, damals ist schon sehr lange her und der sah ein bisschen anders aus. Also das ist nicht der Light Ifrit, auch wenn er danach aussieht, das soll der Homunculus sein. So, und es hat absolut nichts damit zu tun, denke ich, aber man ist sich nicht sicher. So, wir sehen jetzt hier die Inseln, das sieht ziemlich nice aus, ja? Also es wird groß, es wird sehr groß, also das gefällt mir. Ich habe sowieso Lust umzubauen. Vielleicht können wir da auch so einen kleinen Contest machen. Wer die schönste Insel baut. Wer die schönsten Liebeserklärungen an Heaven schreibt. Baumartworks. Nein, wir haben jetzt hier Level 50 Max Comto was ganz dick geschrieben. Ja? Weil die Bosse sind. Ja, sieht aber ganz nice aus. Bin sehr gespannt. Also ich denke, da kommt irgendwas Cooles. So, können wir jetzt bitte zurück zum Spiel? Normalerweise war da immer so ein Knopf zurück zum Spiel, aber jetzt gerade nicht. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder im Game wieder. Bis gleich. Okay, wir sind zurück. Yay. Okay, ich denke, es ist Zeit für die Arena. Ich habe gehofft, dass mich Trickster zurück angreift aus meiner Gilde. Dann hättet ihr seine Death sehen können. Das ist eigentlich eine schicke Death. So, fangen wir mal hier unten an und gucken, ob wir die easy wrecken können. Null Problem. Das Gute ist, wenn wir uns dem Ende der Woche nähern, müssten die Chloes eigentlich immer schneller sein als meine Tiana. Gleiches Problem. Ich habe noch
Fuck. Gleiches Problem wie beim letzten Mal. Chloes könnten noch dazwischen zum Zug kommen und meine Comp kaputt machen. Hier jetzt Gott sei Dank nicht. Nice. Das ändert, also das Problem löst sich, wenn ich Runen habe. Ihr seht mein Mana, es wird immer mehr und ich habe noch immer keine Rune bekommen. Also ich habe ja im letzten Video Holy shit, dieser fucking Panda. Ich habe ja im letzten Beschwörungsvideo erzählt, dass ich eine neue Rune für Orion habe. Ich habe jetzt auch eine neue Rune für Immensity. Und dann wurde eben ich zeige euch ganz kurz die Rune. Eben in meiner Gilde wurde darüber dann geredet. Wartet, Gewalt. Hier, das ist eine schöne Rune für Orion. 17 Speed, 5 Resistance, 5 Accuracy, 6 Hitpoints. Nichts Besonderes, ja, ist auch noch 5, aber ist okay. Auf jeden Fall ein Upgrade für ihn. Und dann wurde in meiner Line-Gruppe diskutiert, Heaven, wieso tauschst du denn nicht deine Rune aus, ja? Wir kämpfen jetzt hier mal gegen eine Kami, dann könnt ihr mal sehen, ob die mir Probleme bereitet oder nicht. Wieso tauschst du nicht deine Rune aus, wenn du so Milliarden Mana hast, ja? Und dann, ah, nein, diese fucking Chloe. Wisst ihr was, ich lasse die jetzt mal zum Zug kommen. Ich glaube nicht, dass sie mich im ersten Turn töten können. Ja, natürlich, jetzt macht die Chloe keinen... Fanat, ich glaube nicht, dass sie mich töten können, ja? Die können mich nicht töten. Ich arbeite einfach mal ein bisschen an ihm und mach so, bam. Ich poke ihn einfach nur so ein bisschen. Wir können easy überleben, ja? Ich will nur, dass jetzt Chloe Fanatiker macht, ja? Die Kami tötet mich so, endlich, so perfekt. So, solange das Team nicht so ein richtiges Killer-Team ist, können wir auch ruhig abwarten. Also das habe ich jetzt auch gelernt. So, das Problem ist, die können dazwischen moven, aber ich glaube nicht, dass die Shasun jetzt zweimal procken wird. Und der Deathbreak weg ist. Sehr gut. So, jetzt kein Problem. Jetzt können wir das easy machen. Das Gute ist, Mansaras crittet keine Kamis und der Deathbreak bleibt drauf. Und meine Trinity hat dann noch Deathbreak auf der Kami drauf. Auch wenn sie nicht wirklich... Okay. Stop it. Und mein Galleon hat eigentlich auch ziemlich wenig Crit Rate. Genau wegen eben diesen Kamis. Damit wir... die Kamis nicht critten, damit, wenn der Deathbreak gelandet wird, der Deathbreak auch drauf bleibt, ja? Es gibt, naja, man kann Galleone auf zwei Weisen ruhen. Entweder will man ganz viel Crit Rate haben, weil der kann ziemlich viel Damage machen, oder man ruht so wenig Crit Rate wie möglich. Das ist bei mir. Oha! Moon hat mich erwischt. Oha! Oha! Oha. So, also auf jeden Fall hole ich ganz wenig Crit Rate auf Galleone, damit er keine Kamis crittet, ja? Ich denke, das ist auch der bessere Weg. Außer ihr braucht wirklich den Damage von ihm. Ja, jeder ruht seine Monster so, wie er sie will. Es gibt keinen optimalen Weg, irgendeine Monster zu ruhen. Es gibt nur Standard-Builds und dann gibt es Builds, die ihr euch selbst... die ihr euch selbst überlegt, damit euer Team passt. Nimmst du auf? Nee. Ja, und sollen wir lieb sein oder sollen wir böse sein? Sollen wir einen Vogel schicken oder sollen wir ein Herz schicken? Ich schicke ein Herz, ja? So, okay, ich schicke ein Herz. So, fuck. Diese Beta ist langsamer und hier können wir jetzt nicht abwarten, weil die könnten mich im ersten Turn töten. Ja, also die könnten meinen Zaros töten oder die könnten meine Trinity töten. Deswegen muss ich jetzt das machen, weil die Annabelle kann Deathbreak machen und dann kommt der Dingsbums und wir sind vor ihr dran, Gott sei Dank. So, machen wir einmal das. Kein Crit bei ihr. Deathbreak ist weg. You! Aber okay, wenn am Ende nur eine Beta da alleine ist, dann kann sie auch nichts wirklich machen. Okay, jetzt muss ich wieder selbst machen. Das ist eine Nemesis-Beta, deswegen ist die dazwischen zum Zug gekommen. Ich mach, ehrlich gesagt, ich mach das hier. Ich hätte ihn auch töten können, aber der Dot tötet ihn sowieso. Von daher, kein Problem. Was? Achso, der hat die Revenge. Ich dachte so, was? Der macht Schaden und kriegt danach erst Schaden von den Dots. Ist irgendein neues Update reingerutscht? Nö. Okay, nächster Speedleader, Bernard, der Theomas müsste vor uns drankommen und hat eine Chance, meinen Zaros zu töten. Wenn das so ist, dann ist es so. Wenn nicht, dann ist es nicht so. Okay, Chloe macht das. Oh, der Theomas ist aber slow.
Boah, wow, Speedleader und Bernard und Theomas kommen nicht vor meinen langsamen Leuten zum Zug. Holy shit, okay. Ich push die Tech-Lights von dem zurück. Und dann mache ich einmal Zyros. Ah, ich liebe dieses Team. Ah, ich mache den falschen Skill. Aber okay, kein Problem. Ich wollte. Ja, man macht normalerweise den dritten Skill, ja, aber. Hey, das hat mich gerade ein bisschen erschrocken, auch wenn es irgendwie absolut kein Problem war. Aber das war gerade kurz scary. Wir haben nur noch eine Einladung. Nein. Ah, gucken wir mal. Irgendeinen schwierigen. Ah, Standard-Team. Irgendwas Lustiges. Ja. Nice, gerne. Gerne. Ja, das sieht gefährlich aus, aber nö. Ja, der Leo wird nie im Leben meinen Galeone one-shotten. Der kann dreimal procken, der wird nicht meinen Galeone one-shotten. Schaut es euch an. Und... never. Und never. Oh, ich habe gerade gedacht, oh, der kommt nochmal zum Zug, aber nö. So, jetzt machen wir das hier. Und das Gute bei Leos ist, ja, wenn die Leute bei sich auf der Seite, also die Chloe war schneller, ja, also nach Leo kommt derjenige dran, der am schnellsten ist, ja. Selbst wenn die Chloe langsamer gewesen wäre, hätte ich absolut keine Angst gehabt, dass irgendwer im Gegnerteam früher als ich zum Zug kommt. Also nach meinem Galeone, was ich bei normalen Teams habe. Weil, wenn die Gegner keine Attack-Bar-Pusher haben, werden wir 100% drankommen. Weil unsere Attack-Leiste jetzt vor allen um 30% gestiegen ist durch die Tiana. Aber, wenn die Gegner Nemesis haben oder sagen wir mal einen Ragdoll, dann könnte es gefährlich werden. Aber ich denke nicht, dass wir hier irgendwelche Probleme haben. Ich mache das. Weil das ist, ist es sicherer, dass ich hier in Deathbreak lande und dann können wir die Perna wenigstens töten. Falls wir nicht resistet werden. Widerstand. Kein Problem. Mein Bildschirm wird schwarz. Aber jetzt kommt meine Trinity dran und ich töte erstmal die zwei Linken, ja. Um die Rechten kümmern wir uns dann nach. Ich glaube, die Perna wird mich nicht wirklich töten. Diese Kami macht Damage. Shit. Aber okay, machen wir das hier mal. Zack, ich mache ehrlich gesagt das. Seht ihr? No Crit, ja? Und deswegen landen wir den Deathbreak. Das ist sehr gut. So, wir haben leider mit ihm einmal gecrittet, aber kein Problem. Die Kami. Die Kamis sind manchmal Probleme. Ja? Hilfe. ja, manchmal sind Kamis richtig Probleme, aber durch meinen Galeone mit dem No Crit ist es besser. Das Problem sind eher für mich. Rinas, ja, so doof das klingt, Rinas sind sehr gefährlich, je nachdem wie gut sie gebaut sind. Oder Kamis mit 50.000 Hitpoints, ja, dann natürlich auch Kamis, aber Kamis mit so viel Hitpoints sind so langweilig, die setzt man nur in die Death rein und dann kann man die nicht benutzen. Sollen wir noch die 37 Sekunden warten? Ja, oder? Okay, dann kann ich euch noch kurz die Rune für Immensity zeigen. Ich rune natürlich auch auf Gewalt. Weil ich keine Qual-Rune habe. irgendwo war hier 17 Speed. 4 Speed? Was? Warte, ich habe doch eine. Ah, 17, hier. 17 Speed, Accuracy und Defense. Passt perfekt für Immensity. Ja, dann. Ich arbeite dann an Immensity, Copper, Bulldozer. Und Ramagos werde ich auch bauen. Ja, also das werden so meine nächsten Leute hier sein. Ja, also hier die drei. Die werde ich zum Sixter machen. Also warum die Runen hier so, das sind, die habe ich nur draufgesetzt wegen dem Weltenboss. Der wird komplett gestrippt. So, zurück zu der Frage, warum ich die Rune von Orion nicht austausche. Die habe ich gar nicht beantwortet. Weil, ich weiß nicht 100%, ob die Rune auf ihn draufkommt. Jetzt weiß ich es noch, aber am Rune Removal Day tausche ich mehrere Runen raus. Und dann gucke ich erstmal, was ich sie zur Wahl habe. Und vielleicht kommt am Ende doch eine andere Rune auf Orion. Und die Rune kommt dann auf Immensity oder so. Und da es momentan so klappt, also... gebe ich keinen Mana. Und ich bin sparsam. Ich glaube, das ist der weiseste Grund. Nein, das ist der größte Grund. So, sehen wir das hier mal. Können wir gerne machen. Wir können auch den machen, aber das ist wieder so ein Standard Theomas Comp. Ich glaube, Windpanda und Dings sieht man seltener als Theomas, weil Theomas sieht man überall. Also das ist mal was Besonderes. Der Windpanda kann hässlich sein. Aber mein Galeone ist ja Tank Galeone. Ja, ich habe keinen Damage Fuck diese Chloe, aber wir sind definitiv schneller. Die haben noch nicht mal Wille-Runen. Was? In so einem hohen Bereich ohne Wille-Runen? Schäm dich. So. Der Windpanda könnte nach meinem Zyros zum Zug kommen, weil der durch den Angriff Attack-Leiste regeneriert. So. Schau mal, wie viel Damage wir bei denen machen. Sehr gut. Sogar gestunt. Und er kommt nicht zum Zug, sonst wäre er natürlich aus dem Stunt schon rausgekommen. Wir hatten ja keinen Deathbreak bei ihm und er ist ein Defense-Type-Typ.
Aber naja, wir haben trotzdem relativ decent Damage gemacht. Und obwohl jetzt mein Galeone provoked wurde, sehe ich hier keinerlei Gefahr. Der kann nicht mein ganzes Team one-shotten. Auch wenn er jetzt hier dauerhaft Dingsbums bekommt, Revenge mit Defense Breaks, dead. Ja, also eine Defense muss schon. Es gibt nur bestimmte Defenses, die meine AO stoppen können. Oder ganz gute, ja. Die dann schneller sind als ich. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. War so ein Mix aus ein bisschen Homunculus und Arena. Und ich liebe Arena. Das mache ich, dass ich sowas mal sagen werde. Früher habe ich immer gesagt, so, Arena. Gut, wir reißen uns zusammen und machen nochmal Arena. Und ihr so, macht doch mal ein Arena-Video. Und ich so, ja. Aber ja, aber es ist immer so ärgerlich, so doof, Arena zu machen. Jetzt so, okay. Könnt ihr mir bitte Wings geben? Ich brauche Wings. Wings, wo sind meine Wings? Wings, könnt ihr mir Wings geben, bitte? Okay, ich höre schon auf. So, übrigens, ich bin kurz davor, hier das zu maxen. Ja, ich habe erstmal Feuer gemacht wegen Saros, jetzt bin ich an Wasser dran. Ich habe mich dazu entschlossen, erstmal Wasser und Wind zu machen, bevor ich mich um Dark kümmere, wegen Trinity, weil das zählt auch für Gildenkampf und dann kann ich meinen Theomas stärker machen und meine Camilla und all die anderen Wassermonster von mir und Wind dann mit Ciara und Katharina. Also ich mache erstmal Wasser und dann Wind und dann mache ich Dark und dann mache ich den Defense-Stein und dann zum Schluss erst diesen Light-Dings von uns, weil Light habe ich ja sowieso nichts, die anderen habe ich ja alles schon max. Und ganz zum Schluss mache ich dann den Mana-Bund, ja? Mana. Brauche ich Mana? 36 Millionen. Bin gespannt, wann wir die 50 Millionen erreichen. Bestimmt bald. Aber am Room Removal Day Tag werde ich ja natürlich wieder ein bisschen Mana ausgeben. Vor allem, wenn ich dann Copper und die Messe Tier und Bulldozer fertig habe. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Like. Ich habe gehört, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, bekommt ihr einen Swimmingpool, ja. Ihr habt ihn einfach. Er hat Platz. Auch wenn ihr keinen Platz habt, ihr habt Platz für den. Ja, ihr bekommt einen Swimmingpool. Es ist so unerträglich heiß. Swimmingpool von Heaven aus Diamant. Drachenstein. Genau. Wenn ihr mein Gesicht sehen würdet, ich denke so über meine eigenen Sätze nach und denke so, nein, was hast du da gesagt? Aus Drachenglas, ja? Ein Pool aus Drachenglas. Das ist mal ein Deal. Hä? Ein Like für einen Pool aus Drachenglas. Ihr könnt ihn auch verkaufen. Der ist 2 Milliarden Euro wert. Ich denke, das ist ein guter Deal. So, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.